Ich bin Wolfgang Konerdenk, geboren in Münster, inzwischen schon fast 63 Jahre alt, in 10 Tagen werde ich 63, 1957 geboren, verheiratet, ein Sohn und seit 37 Jahren Clown Fidelidad, meinen Beruf. Also Clown kann man eigentlich nur werden, weil man dazu geboren ist. Aber man kann natürlich sein Handwerk verbessern und sein Handwerk auch erstmal aufbauen. Ich war dann in Frankreich, habe sehr viele Wochen, Jahre lang in Frankreich gelernt, habe dort eine Basisausbildung genossen, habe dann sehr viele Workshops bei verschiedensten Clowns, Lehrern und Künstlern besucht und so habe ich eigentlich das Gefühl, dass ich bis die 37, die ich jetzt Clown bin, eigentlich immer weiter gelernt habe. Man ist da nie mit fertig. Das ist das Schöne daran. Meine Freunde waren begeistert. Meine Eltern waren entsetzt. Das war wirklich ein Kampf. Ich musste mich durchsetzen gegen die Meinung meiner Eltern. Das hat mich stark gemacht, das weiß ich heute, weil ich da auch merkte, so, du musst das schon für dich selbst entscheiden und du musst das auch selbst hinkriegen. Der Segen meines Vaters war erst viel, viel später, als ich 30 Jahre lang Clown war. Da hat er es wirklich sehr, sehr gewürdigt und hat auch seinen Segen da sozusagen zugegeben und hat gemerkt, dass es ein sehr schöner Beruf ist. Jeder. Ich gebe Workshops, der heißt Entdecke den Clown in dir. Und ich halte mich da in einen ganz großen Clown, der heißt nämlich Charlie Rivel, der ist ein Spanier und der war einer der berühmtesten Clowns. Er hat mal gesagt, jeder Mensch ist ein Clown, nur wenige haben den Mut, das zu zeigen. Jetzt weiß ich nicht, ob es unbedingt Mut ist, das sei dahingestellt, aber ich glaube, dass jeder Mensch diesen Aspekt des Menschseins in sich hat. Insofern würde ich sagen, jeder sollte mal da reinschnuppern und das auch mal ausprobieren. Ob daraus ein Beruf wird oder sogar eine Lebensaufgabe, das muss dann schon der Einzelne herausfinden. Seine Menschlichkeit. Ich glaube, dass er ein durchlässiger, offener Mensch sein darf, sein sollte, und es macht ihn aus, dass er sich selbst sehr gut kennt. Clown kannst du nicht nehmen oder geben, sage ich immer, sondern das kannst du nur aus dir selbst entwickeln. Und das hat mit dem zu tun, wie du in dieser Welt dein Leben lebst. Das Leben ist eigentlich die größte Herausforderung für den Clown. Und ein berühmter Clown hat mal gesagt, der Dimitri, der hat mal gesagt, rein menschlich hat ein Clown immer noch etwas zu lernen. Und die Qualität eines Clowns, finde ich, vor allen Dingen ist dann zu spüren, wenn die Menschen gerührt sind, wenn ihr Herz angesprochen wird, wenn ihre Gefühle sich im Clown wiederfinden können. Und da gehören alle Gefühle dazu. Die Freude. Ja, es ist wirklich ein wunderschöner Beruf, wenn man den Menschen Freude bringen kann, wenn das gelingt. Und ich glaube, es gibt keinen schöneren Beruf. Und dafür trete ich an, die Freude miteinander zu teilen, die Menschen zum Lachen zu bringen und eine gute Stunde Unterhaltung zu bieten. Oh ja, dieses viele Verwalten. Ein Clown muss seine Steuererklärung machen, er muss Akquise machen, er sitzt im Büro und telefoniert und hier und da. Und diese ganze Arbeit, die ist manchmal wirklich etwas, wo ich vorher, als ich das anfing, nicht wusste, dass das so viel in Anspruch nimmt. Aber ich glaube, da hat jeder Beruf so seine Vor- und Nachteile und seine Pflicht und seine Kür. Also die Pflichtübungen im Clownleben sind einfach eben auch ganz viel, sich zu verwalten und zu organisieren, Logistik einer Tournee zu planen und.
Oder auch eben, das ist aber schon wieder der schönere Bereich, täglich zu trainieren, seinen Körper fit zu halten, sein Instrument zu üben. Ich setze sehr viele Musikinstrumente ein. Und das sind dann sozusagen die Pflichtaufgaben des Clownseins und die wunderschönen Momente des Auftritts, wo es dann auch gelingt, wenn es denn dann gelingt, sind sozusagen die Höhepunkte. Allerdings. Also, ich glaube, dass die große Chance oder auch der Alleinstellungscharakter, will ich mal so sagen, oder die Einmaligkeit dieses Berufes, und da bin ich bestimmt auch in Freundschaft oder in gleichem Beruf wie die Schauspieler oder die Tänzer oder die Artisten im Zirkus, der findet immer unmittelbar statt. So wie ich jetzt zu dir spreche, so findet Clownsein statt. Also, das kannst du eben eigentlich nur erleben, wenn du zum Clown gehst und seine Show erlebst oder seinen Auftritt. Und das ist das, was ihn unterscheidet von der Erfahrung über ein Medium, gefilmterweise. Da kannst du ihn riechen, du kannst ihn schmecken, nicht unbedingt, aber du kannst ihn hören, du kannst seine Menschlichkeit, seine Gefühle wirklich direkt erleben. Und diese Unmittelbarkeit zeichnet diesen Beruf aus. Und es würde mich schon sehr wundern, wenn die Menschen das nicht auch in Zukunft noch brauchen. Ich glaube, sie brauchen ihn sehr dringend, den Clown.